So, weiter geht's heute mit dem Qualifikationstraining zum Crosspreis Monaco und wir gehen mal rein. Auf, auf. Wir stehen heute am zauberhaften Circuit de Monaco zu einer der spannendsten Qualifying-Sessions der ganzen Saison. Und wir stellen uns natürlich die Frage, wer es heute schaffen wird, seinen Namen der Liste der bisherigen Inhaber der Pole Position von Monte Carlo hinzuzufügen. Also Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. So. Da sitzen wir eigentlich wieder im Auto. Und dann würde ich sagen, gehen wir raus auf die Strecke hier in Monaco, um die nächste uns die Pole zu holen. Geht's. So, freie Bahn ist hier ganz wichtig, vor allen Dingen. Lüftkurve, dann geht es jetzt hier gleich rechts in den Tunnel. A mechanical issue means you've lost one of the gears. Say again, you have lost access to one of the gears. Jetzt alles jetzt Bestzeiten. Aber es reicht erstmal für die Pole. So, nehmen wir ein bisschen Vorsprung mit in den Hafen. Und wir haben richtig Vorsprung reingenommen. Genommen. Und es ist 11.5. Fahrer hinter mir. Hamilton behind, their best lap time is 12.9. 1,4 Sekunden. Der Vorsprung.
hoffe ich, dass der Teamkollege ebenfalls eine gute Zeit nachsetzt. Upsi, ein bisschen aufpassen. Okay, Jeff hier. You're causing unnecessary wear to your transmission. Try to take it easy, or we risk losing it. Das ist auf jeden Fall irgendwo Schaden am Getriebe, aber ich glaube, wir fahren eh nicht mehr heute. Die Zeit müsste reichen, entweder packt es oder packt es nicht. Ich werde mich jetzt das Getriebe tauschen. Wenn es keine Strafe gibt. Oh, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir durchhalten. Weil das Getriebe kommt eh nach dem Rennen raus. Wäre jetzt irgendwie die unnötige Strafe zu riskieren. Dann 5 Plätze. Von Platz 6 in Monaco, das könnte nicht einfach werden. So far, our fastest lap is a 20th in the speed trap, 242.1 kilometers per hour. So. Guck mal, wie der Vorsprung momentan aussieht. Ah, gut, deutlich, ja. Aber leider nicht ganz vorne. Alle Sektoren haben wir nicht. You're sat slightly higher than expectations. Great job. Doppelführung für für uns. Und gerade was das Getriebe betreffen würde. Ja, aber es bringt nichts jetzt. Naja, es bringt nichts. Ich riskiere es. Ich riskiere es, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich jetzt natürlich jetzt rein damit. Und damit sind wir raus mit dem dieses. Damit sind wir auch die Polos. Das heißt, 5 Plätze gewinnen wir auf jeden Fall. Verlieren wir da auf jeden Fall. Das heißt, nur auf P6. Dann müssen wir jetzt mal die Welt durchkämpfen. Schade. Schade. Als wenn wir das Getriebe komplett im Rennen sich verabschiedet, riskieren wir es lieber. Dann müssen wir es halt also irgendwie versuchen, im Rennen zu richten.
6 Minuten noch. Ich kann eh nur noch zugucken. So, letzten 2 Minuten, 40 noch. Die Frage ist, wie sieht die Zeit denn überhaupt aus? Wir sind immer nach vorne weg. Ja, es dauert jetzt einen Moment noch. Dann müssen wir halt warten jetzt einfach tatsächlich.
So, was macht der Teamkollege? So. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Richter, Vettel und Daniel Ricciardo. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Okay, schauen wir mal, was drin ist morgen. Schauen wir mal, was drin ist. Ja. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, schauen wir mal, was wir so umsetzen können von Platz 6 aus. Bis dahin, tschüss.